vor Kösse gehen. Auch im Bantamgewicht sind 11 Mann am Start. Kilogramm Reißen für den Engländer Mackenzie. 100 Kilogramm beginnt mit 100 Kilogramm. Das gleiche Gewicht schafft der Rumäne Rousseau im dritten Versuch. Kilogramm wurden aufgelegt für den ersten Versuch des Bulgaren Kirov und anschließend für Skorupa aus Polen. Olympiasieger Imre Földi aus Ungarn leitet seine Arbeit mit 105 Kilogramm ein. Auch der Pole Pawlek versucht sein Können an der 105 Kilogramm schweren Hantel. Prohl kommt aus der Tschechoslowakei, zweiter Versuch mit 105 Kilogramm. Kirov hat für seinen zweiten Versuch 107,5 Kilogramm vormerken lassen. Und anschließend folgen 110 Kilogramm für Földi und Todorov. Földi bessert aus. Durch das leichtere Körpergewicht liegt der Ungar vor Todorov. Kirov setzt nun alles auf eine Karte und möchte mit 112,5 Kilogramm Europameister werden. Der Versuch schlägt fehl, Europameister im Reißen ist Földi, zweiter Todorov und dritter der Tscheche Prohl. Bei damit stoßen Mackenzie 120 Kilogramm. Der Engländer wirft die Hantel ab. Der Versuch ist ungültig. Nun die Wiederholung.
135 Kilogramm für Brohl. Es folgt Todorov. Völdi beginnt mit 137,5 Kilogramm. Mit diesem gültigen Versuch erreicht der Olympiasieger 247,5 Kilogramm. Es wurde auf 142,5 Kilogramm erhöht. Zweiter Versuch des Tschechen Brohl. Zweiter Versuch von Völdi. Todorov absolviert den zweiten Versuch. Der Bulgare hat bisher 252,5 Kilogramm erreicht und liegt vor Völdi. Es folgt der dritte Versuch von Brohl. Der Tscheche bewältigt das Gewicht und liegt mit 250 Kilogramm gleichfalls vor dem Olympiasieger. Und nun die letzte Chance für Imre Völdi. Mit 142,5 Kilogramm könnte er seine Kontrahenten abhängen. Aber auch dieser Versuch geht daneben und es gibt keine Zweikampfmedaille für den Mann aus Tatabánya. Kirov muss nun alles daran setzen, um seinen Landsmann abzufangen, denn Todorov ist leichter als Kirov. Zweiter Versuch mit 145 Kilogramm. Der Versuch ist gültig und Kirov hat ebenso wie Todorov 252,5 Kilogramm auf seinem Konto. Beide Athleten haben den letzten Versuch offen. Letzter Durchgang für Todorov mit 145 Kilogramm. Es bleibt bei 252,5 Kilogramm. Der bös aussehende Sturz hat nur eine leichte Zerrung zur Folge. Kirov steigert auf 147,5 Kilogramm. Das wäre Europarekord. Der Bulgare meistert das Gewicht und ist mit 255 Kilogramm Europameister.